Präsidentin, vielen Dank für die Worterteilung. Und auch wenn ich natürlich erwartungsgemäß enttäuscht bin über das von Ihnen angekündigte Abstimmungsverhalten, muss ich doch sagen, dass ich das für sehr erkenntnisreich empfinde, was ich hier heute von Ihnen so gehört habe. Die Lebenssituation vieler Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bezeichnet die SPD-Fraktion als Kollateralschaden. Als Kollateralschaden, dass Menschen in diesem Land hier unter hohen Verbrauchspreisen leiden, meine Damen und Herren. Und es ist eigentlich Ihre selbsternannte Wählerklientel, ja, die Menschen mit niedrigem Einkommen, die besonders darunter leiden. Und dann solche arroganten Kommentierungen hier vom Stapel zu lassen, das ist wirklich aller Ehren wert, meine Damen und Herren. Und dann eine, das betrifft Sie beide, Herr Beitz und auch Herr Förster. Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass die steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürger in diesem Land Ihnen völlig egal sind. Sie haben die völlig außer Acht gelassen, die können das schon bezahlen. Ich möchte kurz daran erinnern, das sind diejenigen, die ihre Diät bezahlen. Und deswegen erwarte ich auch ein bisschen mehr Respekt. Meine Damen und Herren, ich will noch einen Fakt klarstellen, weil hier immer wieder unterstellt wurde, wir würden sozusagen die CO2-Abgabe abschaffen wollen. Das steht weder im Antrag, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe deutlich gesagt, dass wir sie aussetzen wollen, die nächste Stufe aussetzen wollen, weil wir es hier aktuell mit einer sehr schwierigen Lage zu tun haben. Und die habe ich hier erklärt, meine Damen und Herren. Und Herr Minister, ich bin schon ein bisschen über die Pirouetten, die Sie hier drehen und den Schleif, den Sie hier hinbekommen haben, erstaunt. Eingangs sagen Sie, das sei hier blanker Populismus. Zum Schluss haben Sie ja durchaus gesagt, wichtiges Thema, aus Ihrer Sicht falsche Maßnahmen. Dann hätte ich mir aber zumindest gewünscht, wie auch aus Ihrer Perspektive wir die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, die ganz besonders unter diesen hohen Verbrauchspreisen leiden, wie wir sie entlasten. Das ist aber leider ausgeblieben. Da hätte ich mir dann von Ihrer Seite aus deutlich mehr Konstruktivität gewünscht. Und was das Thema Populismus angeht, da würde ich vorschlagen, machen Sie es mal zum Tagesordnungspunkt bei der nächsten Fraktionssitzung. Ich denke, da gibt es Aufarbeitungsmöglichkeiten und auch Bedarfe. Meine Damen und Herren, zum Thema Sinneswandel und Umstellung, was wir sozusagen hier auf Bundes- und Landesebene vernehmen, dass wir gut angekommen sind in der Oppositionsrolle, das nehme ich jetzt mal als Kompliment. Ich könnte auch mal in eine bestimmte Richtung gucken und mich fragen, ob es da auch vielleicht mal oft bei der Bildungspolitik einen sehr, sehr spontanen Sinneswandel gab. Aber ich unterlasse das an der Stelle. Wir sind ja jetzt beim Thema Energiepolitik. Meine Damen und Herren, ich will auf vieles, was hier sonst gesagt wurde, gar nicht eingehen, weil es waren viele politische Argumente und es war viel Vergangenheitsbewältigung. Aber das hilft ja leider nicht in der jetzigen Krise. Und wir reden tatsächlich über eine Krise. Und die Menschen werden Ihnen das Anfang des Jahres in Ihren Wahlkreisbüros, in Ihren Bürgersprechstunden, die Sie hoffentlich dann auch abhalten werden, wenn auch digital, aber die werden Ihnen das sagen. Denn die Gaspreise, das wird jetzt kommen, das wird im neuen Jahr kommen. Es wird eklatant kommen und dann werden Sie tatsächlich viele Eingaben haben. Und Sie hatten hier und heute die Möglichkeit, 4 ganz konkrete Maßnahmen nach Berlin zu schicken. Im Übrigen Schaufensterantrag hin oder her bei der afrikanischen Schweinepest. Ich habe mir das nochmal durchgelesen, waren das auch alles, fast alles Hinweise an die Bundespolitik. Insofern glaube ich, ist gerade dieses Thema doch dazu angehalten, tatsächlich hier diese Maßnahmen auch so zu beschließen, um eben entsprechend auch auf der Bundesebene etwas zu bewirken. Und deswegen, ich sage es gerne nochmal, bin ich schon enttäuscht, auch von dem einen oder anderen. Ich hätte mir hier eine bessere Debatte, eine konstruktivere Debatte gewünscht und vor allem natürlich auch eine Zustimmung, die bleibt aus. Das müssen Sie den Menschen in unserem Bundesland erklären. Vielen Dank. Thank you.